Also ich hatte mir ja mal in den Kopf gesetzt, in meiner Studienzeit ein kreatives, innovatives, wegweisendes und kreatives Gemeindeprojekt in Schweden zu besuchen. Doch es war viel schwerer als gedacht, so etwas zu finden. Also Planänderung. Wäre es nicht viel besser, den normalen schwedischen Gemeindealltag zu besuchen? Eine ähnliche Situation wie bei mir in Brandenburg zu finden. Kirche im ländlichen Raum. Aber auch das erwies sich als sehr schwierig. Selbst über offizielle kirchliche Kontakte gab es kaum Rückmeldungen. Am Ende griff ich zum Telefonhörer und rief eine mir vollkommen fremde Pfarrerin an. Und dann hatte ich immerhin schon mal einen Gesprächstermin. Und das reichte mir zum Losfahren nach Tingsryd, nach Småland in Südschweden. Und nun bin ich hier. Noch überwiegen die Ängste. Ich kann kein Schwedisch. Ich mache das alles auf eigene Faust. Fühlen sich Menschen so, wenn sie neu in eine Kirchengemeinde kommen, wenn sie keinen kennen und nicht wissen, was die Menschen hier reden oder singen? Ich wechsle als Pfarrer mal die Rolle. Ich bin jetzt Besucher. Und ich wünsche mir, Teil der Gemeinschaft zu werden. Zehn Tage habe ich von meiner Familie freigekriegt. Und ich habe mir eine kleine Hütte gemietet. Also ich könnte eigentlich meine Zeit jetzt hier auch so verbringen. Mit meinem Volvo durch Schweden fahren, das war schon immer ein Traum von mir. Doch ich habe einen Termin. Und ich gehe durch diese Tür und es wird anders, als ich gedacht hatte. Und zwar viel besser. Die Tür ist der Eingang zum Gemeindezentrum für das Pastorat Tingsryd. Hier bin ich mit Anne Gräns verabredet. Sie ist die leitende Pfarrerin für 7 Kirchengemeinden. Ich habe inzwischen meine Ansprüche etwas runtergeschraubt. Ein Gespräch über ihre Arbeit hier, ein paar Tipps für Gemeindeveranstaltungen, die ich sonst noch besuchen könnte. Damit wäre ich schon voll zufrieden gewesen. Meine Gastgeber hatten da andere Pläne. Anne Gräns hat schon für unser erstes Gespräch Erland Johansson dazugeholt. Er ist Pfarrer im Ruhestand und er kann Deutsch. Unser erstes Gespräch wird gleich ein sehr schönes Gespräch und es wird der Auftakt vieler weiterer wunderbarer Begegnungen sein. Wir finden schnell zueinander und zum Thema. Die Situation unserer kirchlichen Arbeit im ländlichen Raum, unsere Rolle als christliche Gemeinschaft in den Orten für alle Menschen. Weckelsong.
is the place where it grows, mm-hmm. because it's the nearest place to the valley. So that's a problem. It's a challenge. Keine Fahrer sogar. Nicht. Ach so. Nein. Ist das vermietet oder? Ach so, hat Erland nimmt sich Zeit für mich. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und schnell merke ich, wie beliebt er hier ist. Er öffnet mir alle Türen, nicht nur die der Kirchen und Gemeindehäuser, sondern auch die zu den Menschen. Mit jedem, dem wir begegnen, wird ein kurzer Schnack gehalten. Ob mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit Menschen auf der Straße oder in den Gemeinden. Zuhören, sich austauschen, das ist bei Erland Programm und Lebenseinstellung. Meine erste Begegnung mit der Gemeindearbeit. Eine Seniorenwandergruppe in Urschuld. Nicht vereinsamen und nicht einrosten, darum geht es hier. Eine Stunde stapfen wir gemeinsam durch die winterliche Umgebung. Eine gute Gelegenheit für mich, Fragen zu stellen und zuzuhören. Sie lieben ihre Gemeinde. Fest verwurzelt sind sie hier. Aber es kommen auch viele Klagen. Es gibt weniger Gottesdienste, weniger Gottesdienstbesucher, weniger Mitglieder. Die gestiegenen Energiekosten machen Sorgen und Corona ist ein größeres Thema, als ich es in Schweden erwartet hatte. Die Erleichterung ist groß, dass die Beschränkungen weg sind, aber viele, die weggeblieben sind, kommen nun nicht mehr wieder. Wir kommen wieder im Gemeindehaus an. Bei Kaffee und Imbiss erzählt Erland ein wenig von mir und von meiner Woche, die ich hier verbringen will. Und damit ist nun auch der Buschfunk aktiviert. Egal, wohin ich ab jetzt gehe, einer weiß immer schon, dass ich der Pfarrer aus Deutschland bin. Ich fahre mit Erland über die Dörfer und ich staune. Ich staune, wie gut die Kirchengemeinden hier ausgestattet sind. Selbst in den kleineren Ortschaften befinden sich die Kirchen in einem ausgezeichneten baulichen Zustand. Und sie werden rund um die Uhr geheizt. Alle sind mit einer sehr guten Ton- und Lichtanlage ausgestattet. Toilette und Kaffeemaschine sind Standard in der Kirche. Und in der Sakristei warten liturgische Gewänder und Stolen auf die Geistlichen, die sie für Gottesdienste, Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten brauchen. Oh. Hat jede Kirche? Natürlich bin ich auch stolz auf meine schönen Brandenburger Dorfkirchen. Aber ich bin schon ein wenig neidisch. Ironisch gesprochen sind wir ja manchmal froh, wenn wir Strom haben. Und dann die Gemeindehäuser. Es ist wie ein schöner Traum. Meist waren es früher die alten Schulhäuser gegenüber der Kirche und in fast jedem zähle ich 2 bis 3 Küchen, Fahrstuhl, Toiletten, Extraräume für Sitzungen, Andachten, Kaffeerunden.
Und Pausenräume für Mitarbeiter. Denn jede Kirche hat noch ein bis zwei Kirchenwachtmeister, die für Kirche und Friedhof zuständig sind. Und dann die wundervollen Räume für die Arbeit mit Kindern. Ausgestattet wie eine Kita. Aber es gibt so wenige Kinder hier, das wäre das auch schön. Ja. So, wir benutzen es nicht. Schade. Schade, ja. Was auch immer die schwedische Kirche heutzutage für Probleme bei der Gemeindearbeit hat, an mangelnder Ausstattung liegt es definitiv nicht. Ich lerne immer mehr über den Gemeindebereich, in dem ich zu Gast bin. Die Kirchengemeinden von Tingsås, Linneryd, Urshult, Feckelsong, Almundsrud, Elmeborda und Södra Sandsjö sind zum Pastorat Tingsryd zusammengefasst. Die Kirchengemeinden sind zwar noch eigenständig, teilen sich aber das Pfarrpersonal und die Verwaltung. Der Personalschlüssel kann sich sehen lassen. Um die ca. 8000 Kirchenmitglieder kümmern sich 5 Pfarrpersonen, 3 bis 4 Musikerinnen und Musiker. Und weitere 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den gemeindepädagogischen und diakonischen Bereich angestellt. Erst vor gut 20 Jahren wurden in Schweden Kirche und Staat getrennt. Nun muss die Kirche eine neue Rolle für sich finden. Die Bevölkerung ist auch hier schon lange säkularisiert. Und das spiegelt sich nun auch in den steigenden Austrittszahlen wider. Där kan du se dem en och en och stund om två och två. På lingonröda tuvor komma dansande på tå. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon. Det är flickorna som är valm och blom och lilja och fion. Ja, det är flickorna i Småland, Tussilull och Tussilon. Som går vallande och trallande på villande mån. Och går du ut i vägarna, du vandrande vän. Och går du ut i världen för att söka dig en vän. Och frågar du och spörjer Tussilull och Tussilon. Var mån i hela världen de bästa flickor bor. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon. Det är flickorna som är varm och blom och lilja och fion. Ja, det är flickorna i Småland, Tussilull och Tussilon. Som går vallande och trallande och villande mor. Immer wieder steuere ich das Gemeindezentrum in Tingsryd an. Hier wird das Pastorat verwaltet und auch das wieder mit reichlich Personal. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederbetreuung, Friedhofsverwaltung, IT-Betreuung und so weiter und so fort. Die Pfarrerin Anne Gräns leitet das Pastorat.
Und wie mir immer wieder bescheinigt wird, sorgt sie für eine gute Arbeitsatmosphäre. Hey, hey, hallo. Da ist natürlich die Fika, die regelmäßige Kaffeepause, sehr wichtig. Und für mich ist sie auch eine sehr gute Gelegenheit, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Auch hier geht es immer wieder um zukunftsfähige Strukturen. Die Verwaltung wolle man verschlanken, Prozesse einfacher gestalten und am liebsten Kirchengemeinden miteinander fusionieren. Doch in den Gemeinden regt sich Widerstand. Gerade die Älteren, die in den Gemeinderäten sitzen, wehren sich dagegen. Und die Dörfer sind im Schnitt jeweils 20 Kilometer voneinander entfernt. Das sind nicht nur lange Wege für die Gemeindemitglieder, sondern auch für das Pfarrpersonal. Und sich dann auch noch alle Eigenheiten und Traditionen der einzelnen Dörfer zu merken, das ist gar nicht so einfach. Das meint auch der Pfarrer Anders Hedlund, bei dem ich auf einer Taufe zu Gast bin. Ja, wenn ich bin, das ist sehr persönlich. Ich mache diese in meinem Weg. Ja. Ja. Okay. Andere machen in eine andere. Ja, okay. Ja. Es ist Sonntag. Mein erster Gottesdienstbesuch führt mich nach Feckelsong. Damit häufiger Gottesdienste stattfinden, nehmen Ehrenamtliche die Durchführung regelmäßig selbst in die Hand. Zum Beispiel Andreas Persson. Eigentlich ist er ein technischer Mitarbeiter der Gemeinde. Hier singt er und spielt Gitarre. Die Liturgie und die Predigt übernehmen Mitglieder des Gemeinderates. Im Mittelpunkt aber steht die Musik. Neben den Gemeindeliedern auch Solostücke von Andreas. Beim anschließenden und obligatorischen Kirchencafé kann ich meine Fragen stellen. Zum Beispiel, ob diejenigen, die den Gottesdienst leiten, eine spezielle Ausbildung dazu haben. Ich bekomme freundliche, aber auch ausweichende Antworten. Und ich treffe nicht zum ersten Mal deutsche Einwanderer. Und die Kirchengemeinden sind anscheinend gute Orte, um hier in Schweden Anschluss zu finden. Am Abend besuche ich einen weiteren Gottesdienst, diesmal in Linneröd. Auch hier steht die Musik im Mittelpunkt und dieses Mal von einem Schlagerduo aus dem Ort. Sievert und Michael machen schon seit 40 Jahren zusammen Musik. Es ist ihre Art, Gemeindeleben selbstständig zu gestalten. Ich erfreue mich immer wieder an der Qualität und an der liebevollen Durchführung der Gottesdienste, doch ich bin auch etwas ernüchtert. In beide Gottesdienste verirren sich nur verhältnismäßig wenige Besucher. Mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ist einfacher, als ich gedacht hatte. Ich habe bald mehr Terminangebote, als ich wahrnehmen kann. Ich werde zu einem Konzert eingeladen und im Kirchenchor, da darf ich gleich mitsingen. Die Gastfreundschaft der Menschen hier ist großartig und mir fällt auf, wie oft hier gelobt und gedankt wird. In Brandenburg gilt ja eher, nicht gemeckert, ist genug gelobt. Mir tut diese Dankeskultur richtig gut. Die Treffen mit Erland in den ersten Tagen, die Gespräche mit Anne, Emily und Anders und mit vielen anderen aus den Gemeinden haben schnell dazu geführt, dass ich mich tatsächlich als Teil der Gemeinschaft fühle.
und ich kann meine Vergleiche ziehen. Die Gebäude, der Standard, die personelle Ausstattung, da ist die Situation hier wirklich sehr anders. Doch im Grunde genommen basiert auch meine Brandenburger Kirchenstruktur auf demselben System. Auch hier waren wir einmal Staatskirche. Auch hier brauchen wir nach wie vor die kostenpflichtige Mitgliedschaft, um funktionieren zu können. Und da stehen wir in Schweden und in Brandenburg vor dem gleichen Problem. Die Menschen zeigen uns sehr deutlich, was sie von Mitgliedschaft und traditionellen Ausdrucksformen der Kirche halten. Die Austrittszahlen, die verhaltenen durchschnittlichen Besucherzahlen für Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen, das ist alles sehr ähnlich wie bei uns. Veränderungen sind schwer und sie brauchen einen langen Atem. Denn wenn auch schon etwas verändert wurde, hat das bislang die hohen Austrittszahlen nicht aufgehalten. Und so wird es auch in Zukunft viel Mut erfordern, Gemeindearbeit trotzdem zu erneuern und zu verändern. Auch wenn sich das nicht in Zahlen niederschlägt. Die schwedische Kirche versucht nach außen und nach innen neue Töne anzuschlagen. Nicht mehr die Dogmatik und die kirchliche Tradition sollen im Mittelpunkt der Gemeindearbeit stehen, sondern der Mensch auf seiner spirituellen Suche. Man will sich öffnen, im kirchlichen Garten soll Platz für viele Glaubensblüten sein. Ob die Kirche gerade bei jungen Menschen damit wieder Anschluss findet, das muss sich erst noch zeigen. Eine gute christliche Einstellung ist es auf jeden Fall. Mein letzter Abend als Gemeindemitglied auf Zeit. In Tingsryd wird zur Messy Church eingeladen. Ein Konzept aus der anglikanischen Kirche. Man will alle Generationen zusammenbringen. Nun bekomme ich also doch noch mein innovatives Gemeindeprojekt. Nachdem wir im Gemeindehaus alle gut gegessen, die Kinder gespielt und gebastelt haben und wir miteinander geredet haben, gehen wir gemeinsam rüber zur Kirche. Im Altarraum wird es noch einmal andächtig. Und alles in einer sehr lockeren und freien Atmosphäre. Ich höre von älteren Menschen, wie sie in ihrer Kindheit Kirche erlebt hatten. Autoritär, restriktiv und manchmal leider auch gewalttätig. Hier sitzen sie mit Tränen in den Augen und genießen die liebevolle Gemeinschaft. Durch Nebel und stürmisches Wetter fahre ich wieder nach Hause, nach Brandenburg. Ich bin nun noch entschlossener, meine Gemeindearbeit weiter zu verändern. Aber ich sehe nun auch viel klarer, dass es nur als Gemeinschaftsprojekt mit den Menschen geht, mit allen Menschen. Tradition und Gewohnheit, die können ja irgendwie noch eine Rolle spielen, aber nicht mehr die Hauptrolle. Die christliche Gemeinschaft, die soll ein offenes Haus sein, ein wärmendes Lagerfeuer, ein sicherer Hafen. Wenn wir als Kirche für die Menschen wichtig sein wollen, dann müssen wir ihr Herz berühren. Die Tage hier in Schweden, die haben mein Herz berührt. Und ich bedanke mich bei Anne, bei Erland und bei all den anderen lieben Menschen im Pastorat Tingsryd.